Okay, ich glaube, die Geister sind weg, Freunde. Wir können weiter eintreten in diesem großen Eistempel. Was bist du denn für einer? Ein weißer Spike. Wir kennen ja schon die Grünen, aber den hier, den haben wir bisher noch nicht gesehen. Komm, Mario, hau mal raus. Ja, das ist ja halt ein weißer Klubber. Sie kommen in kalten Gegenden vor. Wer weiß, warum sie hierher gezogen sind. 12 KP, 5 Angriff, keine Verteidigung. Manchmal greifen sie mehrmals hintereinander an. Sie sind sehr stark. Es muss nicht leicht sein, so große Keulen zu schwingen. Eisattacken zeigen bei ihnen keine Wirkung. Setze Feuer ein, wenn du welches hast. Na gut, leider habe ich jetzt kein Feuer. Aber dann weiß ich zumindest Bescheid bei den Kollegen. Okay, man kann auf den draufspringen. Da war ich mir gerade nicht sicher, weil der hat ja so einen großen Stab, der so nach oben zeigt. Bei den Schallgeist vor ein paar Chaptern her. Die hatten ja auch so Speere, die nach oben gezeigt haben. Da durfte man nicht... was zur Hölle? Da kann man dran mal angreifen. Ja, bei denen durfte man dann nicht rausspringen, wenn die nach oben zeigen. Bei denen ist es egal. Perfekt. Und da Mario jetzt so verdammt stark geworden ist und 8 Schaden macht, wenn das Teil natürlich trifft, ist das hier ein Klacks. So. Wunderbar. Ist hier oben irgendwas Cooles? Oh, und wie was Cooles ist. Ein Aufstufer. 1, 2, 3, 4. Mach mal Koopa. Warum nicht? Den habe ich ja auch sehr oft benutzt, zumindest am Anfang des Games. Da war er noch sehr, sehr nützlich. Mittlerweile ist er relativ useless geworden. Es tut mir leid, sagen zu müssen, aber es ist halt einfach irgendwie so. Ich finde es halt ein bisschen schade. Manche Charaktere sind halt überhaupt nicht gebalanced. So, warte, wenn ich euch das mal zeigen kann. Gumbario wird super oft gebraucht. Koopa Bombette sehr selten. Paracavi wird schon ein bisschen öfter benutzt. Lady Boo nur in ihrem Chapter, sonst gar nicht gefühlt. Und ja, Wart auch nur in dem Chapter. Sushi auch nur im Chapter. Lucky Lester, keine Ahnung. Ich schätze, der wird noch jetzt benutzt. Ist auf jeden Fall ein bisschen traurig, wenn ihr mich fragt. Aber was ist denn hier los? Möchtest du Sternenwind rausnehmen? Nee, warum? Ich habe gerade sowieso einen und volles Inventar. Von daher lohnt sich das nicht. Hä? Schneepuppe. Hä? Was hat das hier zu bedeuten? Okay, muss man bestimmte Items wahrscheinlich in die richtige Reihenfolge reintun. Aber ich kenne den Code noch nicht. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo jemanden, der den Code kennt. Was zur Hölle? Was? Oh Gott. Meine 3D-Augen haben hier nicht funktioniert, aber irgendwie schon. Keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Das war gerade irgendwie sehr random. Ich wollte eigentlich nur hochspringen. Aber aus irgendeinem Grund war ich dahinter und dann bin ich jetzt hier. Cool. Yay. Sehr cool. Komm, wir fliegen weg. Okay. Was geht hier ab? Hier ist ein eisiger Raum mit ganz vielen Kristallen und nichts, was ich wirklich machen kann? Irgendwas ist ja faul. Ich riech das doch. Nee, ich glaube, das ist nur Lucky Lester. Na komm, dann hauen wir wieder ab. Okay, da ist auf jeden Fall irgendwas, aber keine Ahnung. Ich werde da einfach später wieder zurückgehen, wenn ich irgendwann dran denke. Was zur Hölle? Hier ist Platz, um etwas hineinzustellen. Ja, ein Stern offensichtlich. Ah, okay. Links diese drei Items machen irgendwas, damit ich einen Stern bekomme. Und den Stern reinsetzen macht dann wahrscheinlich, dass ich hier unten weiterkomme. Okay, warte mal, was? Das ist ja richtig komisch gemacht. Schaut mal, warte. Wenn ich hier hochspringe, ne? Hier komme ich nicht runter. Aber hier komme ich runter? Okay, das ist verwirrend. Das ist verwirrend. Okay, vielleicht sollte ich ein paar Items wegwerfen oder das schon mal benutzen. Das wäre vielleicht eine Idee. Na gut, aber ich will eigentlich nichts benutzen, wenn ich ehrlich bin. Na komm, ess das Dorobst. Da hast du ein bisschen Platz. Bist geheilt. Wunderbar, full heal. Und wir nehmen hier irgendwas raus. Also das Item haben wir schon. Das ist ja das hier, gehe ich mal von aus. Schneepuppe.
Blitz. Okay, zwei Items sind Blitz gefemt. Das eine ist einfach nur ein Schneemann. Vielleicht ist der falsch. Nimm den mal raus. Okay. Hier, den Stern. Wind. Okay. Oder ist das einfach nur so ein Itemraum, wo man sich Item schnappen kann, wenn man möchte. Aber man muss was anderes dafür reinlegen. Das kann natürlich sein. Ich habe hier meinen Kiesel und eine Eiskartoffel. Aber die will ich doch nicht weggeben. Niemals würde ich das tun. Niemals. Ich nehme mal alle mit, um zu gucken, ob noch oben was passiert. Aber irgendwie nicht. Außerdem sind die Items jetzt hier alle nicht so krass. Nee, irgendwie passiert hier gar nichts. Okay, wenn es rechts nicht weitergeht, habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Ach Mist. Wieso lebt ihr denn noch? Ich habe ihn doch gerade erst besiegt. Kollege! Schon vergessen, dass ich den hinterverwurzelt habe? Anscheinend. Oh Junge, das wird ja ein richtiges Mysterium. Okay, lass mich überlegen. Wir waren noch überall, oder? Gab es irgendeinen Ort, wo wir noch nicht waren? Das ist ja eigentlich ein sehr linearer Ort, deshalb eigentlich waren wir überall. Oh, jetzt hat er nicht drei Angriffe gemacht, sondern einen starken. Okay. Interessant, dass wir das auch können. Ich glaube, ich schaue mich mal ein bisschen um. Und lasse es euch dann wissen, wenn ich was gefunden habe. Ich habe doch keine Lust, in irgendwelche wilden Kämpfe einzugeraten. Oh Gott. Hier war auch nichts, ne? Also der Stein kommt immer wieder? Ein gewöhnlicher Stein, wie viel nach einem Gegner? Der ist schon wieder da. Spawnt er hier immer? Ist er vielleicht die Lösung? Hä, was? Okay. Was? Was ist gerade passiert? Ich bin einfach durch die Wand gegangen. Ich musste nicht mal aufspringen. Oh, wir hatten noch. Oh, ich Idiot. Wir hatten ja wirklich letztens diesen Tipp bekommen, dass man. Dass die Wände nicht echt sind. Oh Gott, ich hab's komplett wieder vergessen. Oh Mann, okay, sorry dafür. Man hat einen Tipp bekommen dafür. Endlich, Mario. Ich bin froh, dass du diesen Ort gefunden hast. Ich habe schon auf dich gewartet. Findest du es eigenartig, dass ich von dir weiß? Mein Name ist Madame Merla. Ich bin ein Botschafter der Sterne. Warum habt ihr alle Namen wie Merlon, Merla, Merle, alles? Was soll das? Merlon und Merle kennst du ja. Nun, ich bin ihr Vorfahre. Die Sterne haben mir in meinen Träumen von dir erzählt. Sie sagten, du würdest zum Schrein am Bimmerberg eilen. Von hier aus bewache ich den Weg zum Kristallpalast. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also hör gut zu. Du weißt es vielleicht nicht, aber Bowser's Horn ist in den Kristallpalast eingedrungen. Dem Ort, wo den Sternen gehuldigt wird. Was ich dir jetzt zu sagen habe, ist sehr wichtig. Höre jedes Wort, das ich dir sage. Ja, ich höre zu, ich höre zu. Ich kann dir nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich werde mich kurz fassen, also gib auf die wichtigsten Punkte acht. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Damals war ich noch eine junge Frau. Eines Tages geschah in den Bergen etwas Schreckliches. Ich rannte sofort hin und... Aber es war eigentlich... Oh, dieser Anblick, ich... War... Und... Es war so... Es war... Kein anderer. Also... Dann... Und ich... Schniesen... Schnasen... Osterhasen... Daher musst du der Bowser's Leuten aus dem Kristallpalast vertreiben. Aber... Hey, du! Hast du meine Erzählung überhaupt zugehört? Ja, klar, natürlich habe ich zugehört. Naja, also gut. Wie ich schon sagte, brauchst du den Sternstein, um zum Palast zu gelangen. Hiermit überreiche ich ihn dir. Cool, danke. Das ist der Sternstein. Sieht aus wie das Ding in dem Level-Up-Ding vorhin. Mithilfe dieses Steins kannst du den Weg zum Kristallpalast öffnen. Und nun beeile dich. Oder ich tue es im Terrarium, krieg ich mehr Mana. Hm,
Bist du sicher, dass du die Kurzfassung meiner Geschichte verstanden hast? Die ganze epische Tragweite dieser fabulösen Story kannst du erst erfassen, wenn du die Vollversion hörst. Vielleicht werde ich sie dir eines Tages erzählen. Bis dahin, viel Glück! Was soll das Story? Ich hab keine Ahnung. Oh cool, Stein. Weiß zwar nicht, warum der hier steht, aber wir nehmen ihn mal mit. Oh Mann, man kann einfach durch die Wand. Oh Mann. Vor allem Mario geht automatisch durch die Wand, sobald du schon einmal ganz kurz drin bist. So, Sternstein, Ränder. Das war klar. Nur wie das gemacht worden. Gemacht wurde, war mir nicht so klar. Und nein! Da kommen wir jetzt nie wieder lang. Naja, egal. So ein Ding ist das also. Es geht auch weiter. Hallo? Ist dann auch mal gut, oder? Das war doch ein riesigerer Ort, als ich erwartet habe. Wo gehen wir jetzt lang? Enem in der Miste, da ist ein Typ, ich verpisse mich. Und hol mir einen Orden! Der Megasprungorden! Mario springt mit unglaublicher Kraft auf einen Gegner. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Da 3 OP und verbraucht 6 BP. Warte, was? Mario springt mit Kraft, Wucht, Bums, Kravum und Spackes auf einen Gegner. Okay, macht das irgendwie dreifach Schaden oder so? Naja, kostet viele OP und dann auch noch viele BP. Bin also jetzt noch nicht wirklich interessiert. Oh, warte mal. Speicherblock? Kommt jetzt noch ein Heilblock? Sind wir schon da? Das kann ja irgendwie nicht sein. Nein, 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 nein. Das kann doch nicht... Ernsthaft? Sind wir schon am Ende? Also ich bin so am Ende, Mann. Schade eigentlich, das Gebiet ist total kurz. Zumindest kommt es mir so kurz vor. Oh Mann, ich hätte gern mehr gehabt. Aber ich schätze, wir sind schon am Gipfel. Das hier sieht sehr gruselig aus. Sie sollten unsere Spiegelung beachten. Nicht, dass da irgendwas passiert. Ja, ja. Nicht, dass auf einmal Luigi aus dem Glas kommt. Gehen wir mal hier in die Tür rein. Speichern. Nochmal speichern. Okay. Meinetwegen. Habe ich nichts gegen. Okay. Nicht? X markiert die Stelle, aber hier markiert es wohl nichts. Ein Flatter, glaube ich, heißen die, oder? Das ist aber ein Eisflatter. Hau mal raus. Was haben wir hier? Swoopula. So eine Dracula-Version. Das ist ein Swoopula. Swoopulas greifen von der Luft aus an, klammern sich an dich und saugen dir deine KP ab. 8 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Drück den A-Knopf in rascher Abfolge, sonst saugen sie dir zu viele KP ab. Du kannst nicht hoch genug springen, um sie zu attackieren, während sie noch an der Decke hängen. Eine Erdbebenattacke sollte die entsprechende Wirkung sein. Deine fliegenden Freunde wie Boo oder Paracarry können sie ebenfalls angreifen. Wenn sie von der Decke fallen, kannst du sie auch durch Sprünge angreifen. Oder ich benutze den Erdbeben... Denn die Fledermäuse mögen das gar nicht. Aha, und wie sie es nicht mögen. Oh, wieder so ein Gegner. Der an mir saugt. Jetzt müssen das alle machen, oder? Ach komm schon. Ich habe darauf keinen Bock. Auf das A-Spamming. Ich habe genug Mario Party hinter mir. Ich brauche das wirklich nicht mal. Ah, nochmal kann ich nicht machen. Okay. Warum auch immer. So, Freunde. Ihr habt euch mit dem falschen Super Mario angelegt. Weg mit euch. Haut ab, ich nehm sie so weg. Yeah. Sehr gut. Weg ist er. Nur die drei. Und jetzt nur noch aus dem Weg. Wo gehen wir eigentlich gerade lang? Ein Schatz. Den will ich haben. Was auch immer es ist, ich will's haben. Ein blauer Schlüssel. Okay. Also wir hätten hier so oder so hingemusst wahrscheinlich. Sieht aber cool aus, dieser Ort.
Gefällt mir. Will ich? Ja, komm, ich will. Ich will, dass dieser Kampf existiert. Aber ich habe eine andere Idee. Und zwar will ich fokussen und danach nächste Runde beten für den Sternsturm. Keine Ahnung, wie der hier drinnen funktioniert, aber genau. Ach schon, wir haben mit den Orden das Fokus mehr auflädt. Und jetzt müssen wir so viel spammen, weil hier vier von diesen Saugnäpfen sind. Hilfe, das ist doch ein Albtraum, Mann. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ey, bitte. Bitte, nein. Nein. Oh, ich habe überall Knutschflecken. Es reicht doch. Ah. Okay. So. Sternsturm. Verzieht euch, Ungeziefer. Oh, da sind sie alle weg. Komm schon nah an einem Level-Up dran. Und wie wir das tun? Doppelte XP nehme ich mit. Yeah. Boah, was will ich denn als nächstes upgraden? Will ich nochmal OP? Ich glaube, ich will sogar BP nochmal machen. Andererseits... Ich weiß es wirklich nicht. Ja komm, immer wenn wir wieder speichern, kann nicht schaden, vor allem wenn man doppelte XP bekommen hat. Kann das nicht schaden. Was wird jetzt passieren? Oh mein Gott, nein, was habe ich getan? Oh, so richtig. Denn Stanley, ich meine Mario ging durch die blaue Tür, nicht die rote. Wir haben die Story gerade verändert. So. Und wohin führt die blaue hier? Zu einem Riss in der Wand. Zum Glück nicht in der Hose. Sehr gut. Schon mal lieber Gumbari die ganze Zeit raus. Wie gesagt, scannen ist immer ganz wichtig. Hä, wartet mal. Das ist gar nicht der Block im Spiegel. Das heißt... Warte mal. Der Spiegel ist gar nicht echt. Was stimmt hier nicht? Nee, der Pillar, der existiert wirklich. Aha! Sieh mal einer an! Ich hab das gar nicht bemerkt. Man kann ja einfach in den Hintergrund und sich ein paar mehr Münzen abkrallen. Ist hier noch ein Orden? Also ich hätte mich ja jetzt hier belohnt mit einem Orden. Komm schon, Spiel. Ach so. Oh, ich Idiot. Hier ist ja noch ein Riss. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das hätte mir eigentlich direkt auffallen müssen, ne? Das heißt aber auch, dass... was? Ah, Mario ist da. Ach, wir sollten ihn besser ordentlich einklopfen. Okay. Bam, 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 bam. Das glaube ich wohl kaum. Oder Bombett. Megabombe, eine Explosion, die alle Gegner trifft. 8 BP. Okay. Angriff, die Megabombe. 7 Schaden auf alle Gegner. Not bad. Obwohl doch bad, weil 8 BP dafür ist schon aua. Meiner Meinung nach. So, schnell die Bombe entschärfen, bevor sie den Krieg anfängt. Mann, ihr gibt wirklich immer noch so wenig XP. Oh Mann. Nein, der echte Mario ist sonst zu stark. Hat sie die gleichen Lappen wie vorhin oder waren das irgendwelche anderen? Jedenfalls, diese blaue Tür müsste uns jetzt woanders hinbringen, ne? Oha. Wo sind wir denn jetzt? Okay, wir haben aber keinen roten Schlüssel oder braucht man hier. Doch, hier brauchen wir einen. Okay, Moment. Wir können ja hier nach links jetzt. Hier ist nämlich ein neuer Raum. Ach, okay. Der Spiegel war die ganze Zeit gar nicht echt, sondern das waren vorhin die Geister, die sich da als uns getarnt haben. Mehr oder weniger. Super Pilz. Ist super lame mittlerweile. Ey! Was wollt ihr denn hier?
hab keinen Bock auf euch. Ich hau einfach ab. Mann, sitz ich. Kann ich das? Kann ich das? Ja, kann ich. So. Kein Geld verlieren, sehr gut. Bam, nach unten. Ich habe zwar nicht geguckt, was rechts in der Tür ist, aber müssen wir auch nicht. Okay, erstmal austricksen, damit die runterfallen. Wir schnell durchgehen. Ja, wir waren wir doch. Warte mal. Waren wir hier nicht? Sieht zumindest exakt gleich aus. Das sieht sowas von exakt gleich aus. Runterschlüssel? PAB und V Rauforden. Senkt die Angriffskraft um 1, erhöht dafür die Verteidigung um 1. Warum ist dein Name so seltsam? Okay, minus 1 Angriff, dafür plus 1 Verteidigung. Wie viel ist das? Wie viel OP? Komm, irgendwo ist da der komische Name, das erkenne ich doch direkt. Da. 2. Ich werde es mir überlegen, aber jetzt erstmal nein. Tatsächlich. Das klingt zwar ganz gut, aber... Das ist so ein Risiko. Wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das eingehen will. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht gegen euch Dupligeistern kämpfen. Das wirkt sowas von wie eine Falle. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe noch einen Platz. Okay, sehr gut. Sternwind. Okay. Was? Warte, was? Hier ging es nicht weiter? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Oh, sag mir nicht, in einem dieser Räume hätte man solche Wand gekonnt, oder? Oh, bitte nicht. Ich kämpfe mal gegen den. Vielleicht hat er hier irgendwas zu sagen. Vielleicht muss man die ganzen Dupligeister besiegen. Hallöchen, neuer Gegner. Roter Kamek oder roter Magikuppa natürlich. Ja, genau. Ist ein Magier des Kuppa-Clans. Fetzige rote Röbe, was? 11 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Er kann mit Magie die Angriffskraft seiner Kumpanen erhöhen. Kümmere dich um ihn, bevor er seine Leute aufpeppt. Jo. Ich hab's verstanden. Bam! Ja, leider peppt der die anderen jetzt schon mal auf. Da muss ich aufpassen. Die fliegen auf mich zu. Na gut, der eine. Der wird zu Gombario. Okay. Lass mich überleben, was machen. Ja, eigentlich muss ich den vorderen da killen, ne? Multikopfnuss. Hoffentlich mache ich genug Damage, dass er down ist. Oh, fast. Ist aber schon mal richtig nice. Ich mache den Erdbeben, dann sind nämlich der Kamek, der Magikoopa. Natürlich. Und der Geist schon mal weg. Nur der Gumbari-Verschnitt lebt dann noch. Ich krieg den zweiten Angriff nie hin. Damit. So, zack. Oh, ich finde das so cool, wie Mario jetzt einfach 8 Schaden macht. Ich bin das immer noch nicht gewohnt. Aber es ist so schön. Genauso wie der Level Up, der jetzt bald kommen sollte. Ne, der hatte nichts zu melden. Also außer Geld natürlich. Das nehme ich natürlich gerne mit. Ding, 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 ding. Oh nein. Nein. Den letzten Taler durfte ich nicht mitnehmen. Was ein Jammer. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal nach hier unten. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss hier noch irgendwo weiterkommen. Ach, wo? Komm runter. Nein! Ah! Das war so klar! Nee, danke du. Den Kampf könnte ich mir auch sparen. Zweimal sparen. So, aber das Geld will ich dir haben. Danke. Muss sparen, wie gesagt. Wenn hier nichts ist, dann werde ich wohl mich umschauen müssen. Ja doch, ich muss mich umschauen. Das ist echt weird. Wir sind hier links noch gar nicht lang gegangen, oder? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Nein, hier waren wir noch nicht. Okay, gut. Oh.
Oh. Schade, ich dachte, ich hätte was Cooles gefunden. Leider nicht. Warte mal. Nein, ernsthaft? Nur ein Sternsplitter? Hier geht's nicht weiter? Wo zur Hölle geht's hier weiter? Ich habe immer noch keinen roten Schlüssel, soweit ich weiß. Wo soll ich denn bitte herbekommen? Das macht irgendwie gar keinen Sinn, das Ganze. Ja, abgeschlossen. Du kannst ihn nicht öffnen. Das Einzige, was der Schalter macht, ist... Warte mal. Der ändert die Wand hier. Aber könnte das auch bedeuten, dass der hier hinten den Raum verändert? Ich meine, logisch gesehen würde das so stimmen, oder? Theoretisch müsste jetzt hier ein anderer Raum sein. Ist hier ein anderer Raum? Weiß ich gerade gar nicht. Nein. Okay, ich habe es jetzt mal nachgeschaut, weil guter Kauf kann man kommen, vor allem wenn man keine Hobbys hat und man ein Kind in den 90ern ist und Langeweile hat und man jeden Raum 50 Mal betretet, aber wir müssen nochmal zurück in die normale Welt hier, sag ich mal. Nicht in The Man of the Mirror, da sind wir jetzt nicht mehr. Und ihr wisst ja noch, dass wir vorhin diese Planke kaputt gestampft haben. Und allein dadurch, dass wir das gemacht haben, hat sich hier auf der normalen Seite das gleiche getan, wo das X war. Ich weiß nicht, wie beide Räume zusammenhängen, deshalb bin ich da nicht drauf gekommen, aber ja, jetzt ist hier ein Loch. Ja. Okay. Wie gesagt, hätte man drauf kommen können, ich hätte mich auch ein bisschen umschauen können, aber ich dachte, wir müssen jetzt auf der anderen Seite weiter und nicht nochmal zurückgehen. Weil man auf der anderen Seite ja auch schon auf die zur roten Tür kann. Aber das hat wohl scheinbar nichts zu bedeuten. Was? Was? Was denn hier? Warum versucht ihr alle wie ich zu sehen, auszusehen? Mario, sag bloß, du kannst die wahre Babette nicht herausfinden. Du erkennst mich doch, oder? Hey, das hab ich gehört. Du verbreitest Lügen, die Betrügerin. Ich bin die echte Babette. Warum redet ihr mit Sternen? Oh nein, nein. Mario, schau mir in die Augen. Du wirst die Wahrheit erkennen. Ich bin die wahre Babette. Nur ich kann die echte sein. Die anderen hier sind nur Lügnerin. Ich bin es, Mario, ich fall dich auf diese üble Tricks ein. Wenn du dich täuschen lässt, jage ich dich in die Luft. Ich bin die wahre Babette. Bitte vertraue deinen Augen und zieh mich an. Ich lüge nicht. Nein, ich halte das nicht mehr aus. Mario, schmettere den betrügenden Namen um die Ohren. Sie alle geben vor, ich zu sein. Ich halte das keine Sekunde länger aus. Das ist eine nette Idee. Das wird die Sache klären. Ja, gute Idee. Ich hasse Betrüger. Mario, ich bin die echte Moment, also wage es nicht mehr zu schlagen. Schatze, ich schlag, wenn ich hier will. Was? Warum hast du mich geschlagen? Das war nicht, ja, das ist ausgefunden. Was hat aber gar nicht gepasst? Und du bist fake. Nein, nein. Ich hätte meine Momentverkleidung besser ausarbeiten sollen. Tja, muss ich Baba Mimikyu bedanken. Das werde ich nicht vergessen. Und du bist fake! Ah, irgendwie ist es dir also gelungen, durch meine Verkleidung zu sehen! Ja, mit deinen Sternen? Ja, verflixt und zugenäht! Ja, die reden normal, die reden nur mit Herzen. Also ich weiß, dass man mit Herzen reden kann, was sie schon mal getan hat. Aber nur in Herzen reden ist Schwachsinn! Ah, oh, du musst ja schlau sein, um herauszufinden, dass ich ein Betrüger bin. Verflucht, ich dachte, wir hätten dich völlig verwirrt. Ich komme wieder! Wenn du mich mit dem Hammer geschlagen hättest, hätte ich dich bei deinem nächsten Nickerchen gesprengt! Aber das hast du ja nicht getan. Ich bin so froh, dass du mich als die wahre Babette erkannt hast. Kein Problem. Immer wieder gerne. So, ja. So, und unsere Belohnung ist der rote Schlüssel, den wir dann in der nächsten Folge benutzen werden, um hier rauszukommen und den letzten der 7 Sterne befreien. Ja, genau. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Seid gespannt, seid dabei. Bis dann und ciao. Yeah. Das hat sich nicht gereimt. Schade. You win some, you lose some.